Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dutch Coaster XXL. Mein Name ist Dave und ich bin hier erneut nach Phantasialand gefahren. Nach meiner SD-Karte-Drama hoffe ich, dass ich heute genauso einen schönen Tag wie der Eröffnungstag an der 28. März. Da war es leider mit meiner Karte falsch gegangen, aber heute ein erneuter Versuch. Schön, dass ihr dabei seid. Wir fahren an. Willkommen zurück hier im Video. Das erste, was ich mache, ist heute mal eine Runde Daron und danach nehme ich mit auf eine Reise durch Phantasialand 2024. Viele Neuheiten erwarten uns. Ich habe sie natürlich schon gesehen an der Eröffnungstag, aber da nochmals war dann die SD-Card-Drama, da höre ich jetzt auch drüber drauf. Wir haben einen ganz neuer Tag mit Sonnenschein, also richtig Bock drauf, aber erstmal eben eine Runde Daron. Freunde, das war Daron. Diese mega coole Intermin-Maschine, die hier steht, ist jedes Mal wieder der Hammer, um sie zu fahren. An der Eröffnungstag, der 28. März, wo ich hier war, haben sie ihren Park um 14.48 Uhr genau 3 Minuten Stille gehalten. Das war für den Mitarbeiter, der am Montag davor leider hier bei Daron gestorben ist, bei einem Unfall. Und ich muss sagen, das war ein sehr respektvoller und auch irgendwie ein schöner Moment, dass der ganze Park wirklich stille war für 3 Minuten lang. Ich habe dann oben auf der Brücke gestanden zwischen Mexiko und Klugheim, habe mir das dann angeschaut und war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Komisch fand ich danach auch wieder die Umschaltung, dass der ganze Park still war, danach war alles wieder wie normal. Business as usual. Ja, der Tag habe ich aus Respekt Daron nicht gefahren. Heute habe ich ihn gefahren und mein Gott, in 2024 ist er genauso gut, wie der in 2023 war. Daron bleibt einfach der Hammer. Wow! So, nicht nur Daron, aber komplett Klugheim ist einfach der Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stehe jetzt wieder in Klugheim, von Daron mal vorbeigeschossen und schaue mir das Ganze hier mal an. Also der Dorfplatz hier hinter mir in Klugheim ist echt der Hammer. Mit seinem Restaurant, seinem Krebsstand, wo man den Krebs essen kann. Man kann sich hier ein leckeres Bierchen gönnen. Ist einfach sehr, sehr gesellig. Jetzt ist das Wetter natürlich auch noch super. Und da muss ich sagen, da kommt es nochmal ganz anders nach vorne. Also ich muss sagen, was sie hier hingestellt haben 2016 mit der Eröffnung von Daron und Klugheim, ist schon echt der Hammer. Dieses Themengebiet verdient einfach dicke, fetten Daumen nach oben. Wow. Auch hier so, mit so einem süßen Baum hier in der Mitte, extra wie ein Dorfplatz ist, auch mit so einem Bänke da drum. Hallo, er winkt einer ganz hart. Peace, alles Gute. Hier mit so einem cooler Baum, der hier steht, finde ich echt schon mega cool. Dann die Gebäude dahinter sind noch echt so angekleidet, wie so ein komplettes Dorf. Hier haben wir noch so ein separates Teil, wo man essen kann. Und dann hier der große Lifthill von der Rapid River, die hier im Park steht. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, sieht das schon ein bisschen so aus wie ein Hotel. Man hat noch von die kleinen Gänge drin. Charles Lindberg in Rogburg ist natürlich auch so ein Hotel, der in so einem Themengebiet liegt. Und wie geil wäre es, wenn du hier dein Zimmer mieten könntest, das dein Balkon wäre und du dann hier auf der Dorfplatz schaust. Und von Klugheim direkt rüber nach Phantasialand. Hier steht eine mega große Neuheit. Obwohl sie dann gesagt haben, dies ist ja eigentlich keine große Neuheit im Park gekommen ist, finde ich diese Neuheit schon ziemlich groß. Ich habe sie mir schon angeguckt, letztes Mal, als ich hier war. Und es ist einfach der Hammer. Und heute darf ich euch dann endlich mitnehmen, hier nach die neue interaktive Kletterwand, würde ich es mal sagen. Avaras, wir gehen mal rein. We'll be right back.
Wolkes Luftpoststand, Wolkes Luftpoststand ist jetzt hier Avoras entstanden. Und ich muss sagen, dass das schon echt mega, mega cool ist. So eine interaktive Kletterwand, wo die Kinder richtig spielen können und wo man ganz viel entdecken kann, Sachen anfassen kann, Sachen eindrücken muss, wo Sachen passieren, ist mega, mega cool. Eine große Rutsche, zwei große Rutsche, glaube ich, habe ich gesehen. Also ich finde es echt, echt eine gute Neuheit, was sie gebaut haben. Ist natürlich nicht für Erwachsene, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde da mit meinem viel zu großen Körper nicht reinkommen. Aber für die Kinder ist es wirklich der Hammer. Also wenn du Kinder hast und du bist hier von da, dann bin ich mir 100% sicher, dass du dich hier einfach mal eine halbe Stunde entspannen kannst und deine Kinder sich einfach mal eine halbe Stunde oder noch länger einfach mal gut austoben können. Der Hammer. Wow. Wow, wow, wow. So, ich bin jetzt oben angekommen in Avoras, in der interaktiven Kletterwand, und ich muss sagen, schon mega, mega cool. Hinter mir über der Flügel kann man eigentlich hinter seinen Nacken gehen von der großen Vogel, da kann man seinen Schnabel bedienen. Also ich glaube nicht wirklich, dass es die Bedienung ist, sieht aber so aus, und die Kinder drehen sich da wirklich ganz, ganz doll dran, damit der Kopf dann so hin und her geht, wie er das jetzt gerade hinter mir macht. Man kann hier oben, hier so, reingehen, und da kommst du quasi oben in Woostown. Und hier oben in Woostown kann man von hier oben durch, von die Fenster hier, gucken auf der Track von Vinyas, Fair und Force. Also man sieht, oh, da kommt noch einer. Hoppa! Oh mein Gott. Mega, mega cool gemacht. Also hier von oben sieht man echt so der wilde Maus-Track, was hier ist von Vinyas, Fair und Force. Echt mega cool gemacht. Ja, wenn man sich dann wieder umdreht, kann man da wieder in Richtung neuer interaktive Kletterwand, Park, wie soll ich es nennen? Avoras. Cool. Dicken Daumen Phantasialand. Im Großen Ganzen kann man natürlich nur extra einen Hut ziehen, wo was Phantasialand hier wieder gemacht hat. Also der Platz hier, das große Rondell quasi, war eigentlich ein bisschen ein verlorener Platz, nach das Wolkes Luftpost dann nach außen bei Fantasy gesetzt worden ist. Aber was sie jetzt wieder reingebaut haben, ist einfach der Hammer. Also ich finde es wirklich, wirklich mega gut. Und das ist natürlich auch die große Kraft von Phantasialand, dass du auf die kleinen Stücke die große Thematisierung reinstellen können. Und da wird manchmal mal gesagt, ja, große Fahrgeschäfte, große Achterbahnen haben die letzten Jahre nicht gesehen. Stimmt auch nicht ganz, aber die letzten zwei, drei Jahre in der Tat nicht. Aber dafür haben wir dann zwei interaktive Kletterwand Adventure Trail Deep Afrika bekommen. Und ich muss mal sagen, das ist echt mega, mega cool. Und genauso eine große Neuheit wie Fly damals war. Meine Meinung. Fly hat natürlich einen ganz großen Themenbereich drin gehabt, war natürlich noch ein bisschen größer und haben natürlich noch ein bisschen mehr Fieber für gehabt. Aber was hier jetzt hingestellt worden ist, finde ich wirklich der Hammer. Und man läuft jetzt einfach durch ein Gebiet, was wieder lebt. Ja, Avoras. Kick von mir, dicke fetten Daumen. Ja, und Fantasy hat richtig ausgepackt dieses Jahr, aber nicht nur Avoras ist komplett neu. Auch hier hinter mir, boah, ich habe es so warm, muss mir ständig die Mütze annehmen, ist eine ganz große Neuheit. Obwohl groß, aber mega, mega cool. Man hat hier jetzt so einen Strand, also Phantasialand Beach, würde ich mal sagen. Und von hier aus hat man echt einen cooler Blick auf Fantasy, auf die große Wand, auf die Fahrgeschäfte. Kinder können spielen und als Eltern kannst du dich hier schön hinsetzen und chillen, ja. Das sind so die kleinen Sachen, die in Phantasialand immer irgendwie was Großes machen. Und ich finde das echt cool. Vorher, ich weiß gar nicht, was da vorher stand. Ich bin jetzt schon vergessen, irgendwie von die Felsen oder so. Das ist hier einfach eine Erneuerung. Hier kann sich im Sommer mal lecker hinlegen und einfach mal genießen von Fantasy. So, laufend hier durch Afrika habe ich noch eine kleine Neuheit entdeckt hier. Die Karre stand da letztes Jahr noch nicht. Kann man jetzt auch ein Benensch hier draußen kaufen. Ist genau hier neben der Shop, der letztes Jahr auch schon da war. Schauen wir uns nochmal ganz kurz an. Sieht alles noch ein bisschen gleich aus, obwohl ich hier irgendwie so ein Ding sehe mit Brot drin und Zwiebelchen da oben sehe ich. Da unten Ananas mit Zitrone. Das stand ja letztes Jahr noch nicht. Das ist auf jeden Fall neu. Die andere Seite sind die gleichen Produkte noch zu kriegen wie letztes Jahr. Hat sich in das Assortiment hier in der Afrika Shop nicht so ganz, ganz viel geändert. Aber wie es hier angekleidet ist, auch mit den alten Plakaten hier, einfach der Hammer. Wow. Guck dir auch mal die Decken an. Ja, cool. Letztes Jahr habe ich ein Format gestartet auf Dutch Coast XXL. Das heißt, ich entdecke Phantasialand. Dann waren wir zusammen schon in Berlin und habe euch mitgenommen hier nach der schönen tiefen Afrika und habe das zusammen entdeckt. Also dieses Jahr würde ich sicher weitermachen mit diesem Format. Und ich glaube, dass einer von den nächsten Themenbereichen, der ich dann entdecke zusammen mit euch, Chinatown wird. Einer von der kleinsten und ältesten Themenbereiche in
Phantasialand. Möchtest du jetzt gar nichts mehr verpassen von all den Videos und die ich entdecke Phantasialand-Videos, abonniere dich jetzt dann kostenlos auf meinem Kanal. Ich würde mich mega freuen, euch mitzunehmen auf eine große Entdeckungsreise hier durch das wunderschöne Phantasialand. Letztes Jahr habe ich schon gezweifelt, ob das hier so die Felsen mit die Hütte, was sie da gegen die Wand gebaut haben, ob das neu war. Und ich glaube, dass es tatsächlich neu war. Jetzt sind da sogar eine für die Palmbäume reingekommen. Also jetzt ist der Sicht hier auf diesen, was ist es eigentlich? Der Lift Hill von Black Mamba schon mal mega, mega cool und richtig afrikanisch. Genau. So, die Leute, die sich ein bisschen auskennen in Phantasialand, kennen auch den Kilamba-Shop in Afrika, in der Themenbereich Afrika. Und da hat sich was verändert, weil, ich drehe das Kamera mal ganz kurz. Normal war hier eine Tür. Also wenn man hier durchgeht, kommt man quasi bei der Adventure Trail. Also hier war eine Tür, hier ist man reingekommen, ist man hier so der Shop reingelaufen. Und da, die Tür war auch geöffnet. Da könnte man wieder rauslaufen in Richtung der Ausgang von Black Mamba. Hier. Diese Tür, was jetzt der Eingang ist, die war zu. Da stand dann alles von die süße Kuscheltierchen am Schrank und jetzt ist das ganz geändert. Guck mal an, überall Deko. Sehr, sehr cool. Ja, der neue gestaltete Kilamba-Shop hier in Afrika verdient auch ein dicke, dicke, dicke Finger. Wow. Eine andere Neuheit, die ich gerade entdeckt habe bei das Rauslaufen von Liebe in Afrika, ist, dass hier die große Türe wechselt. Man sieht hier auch noch so die Löcher in der Wand sitzen. Wo früher die Scharnieren waren, die großen Türen, die sind jetzt weg. Jetzt haben sie da so quasi so eine Art Pforte gemacht, aber es ist jetzt komplett geöffnet. Ja, finde ich jetzt gar nicht so ganz schlecht aussehen. Nur die Löcher muss man noch zumachen in der Wand, aber gut. Da achtet man eigentlich gar nicht drauf mit all dieser Thematisierung. Wenn wir da weiterlaufen, steht hier auch so ein kleiner Kletterpark, den sie dazu gebaut haben. Also sieht auch mega, mega cool aus. Können die Kinder sich auch austoben und noch hier hat man dann einen neuen Eingang zum Afrika. Ja. Also der zweite Klettergerüst, Kletterwand, der man hier in Phantasialand gebaut hat, 2024 nach Avoras, auch hier bei der Eingang von Afrika eine neue Klettergerüst. Cool. So, habe hier bei Deep in Afrika sogar eine kleine Erweiterung gemacht. Also das ist das alte Tor. Sieht man hier, wo wir gerade geguckt haben, erst die große Tür, wo jetzt das Tor ist. Und hier war eigentlich direkt so der Trennung nach in Mexiko. Jetzt haben sie so einen ganz eigenen Bereich gemacht mit einem eigenen Store. Und dann sieht man eigentlich hier nur so das große Gebäude und kommen direkt in Deep in Afrika aus. Also eine kleine Erweiterung für Deep in Afrika. So sieht das Ganze jetzt von vorne aus. Also da liegt hinter Chinatown und Mexiko. Und jetzt kannst du von hier aus durch das Tor direkt Deep in Afrika reinlaufen und ist irgendwie ein bisschen besser getrennt. Ich laufe jetzt weiter in Richtung Mexiko oder Chinatown, wie man das nennen will, weil da hat sich auch was geändert. Der Eingang von der Colorado Adventure hat sich von Chinatown quasi hier in Richtung Mexiko, Deep Afrika versetzt. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz, ganz genau an. Ein komplett neuer Eingang für Colorado Adventure. Hier kann man das quasi sehen. Wir sind jetzt hier bei der Eingang von Silverado Theater und genau daneben ist jetzt der Eingang von Colorado Adventure. Also der Achterbahn, was hier im Park steht. Dahinter sieht man auch hin. Ja, da hat sich komplett verlegt. Erstmal an die ganz andere Seite, wo Chinatown ist, der Eingang. Und müsste man eigentlich von der anderen Seite so ein bisschen suchen, wo man genau reingeht. Jetzt passt es ein bisschen zum Themenbereich und finde ich schon mal ein guter Neuheit. Ja, wir gehen mal rein. So, ich bin jetzt mal reingelaufen in eine neue Queue-Line, der neue Wartebereich von Colorado Adventure. Also hier sieht man auch alles von die Elastike hängen, was normal eine Warteschleife sein könnte. Was ich ein bisschen schlecht finde, ist, dass es echt nichts darüber gibt. Also du bist komplett im Hitze, wenn es im Sommer ist und wenn es regnet, wirst du komplett nass. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut, ist jetzt einfach so. Da hinten ist Chinatown und da war normal der alte Eingang von Colorado Adventure. Jetzt bin ich quasi gerade da reingekommen. Und dieses große Gebäude ist das Silverado Theater. Ja. Dass der Eingang von Colorado Adventure jetzt mehr zu Themenbereich bezogen ist, finde ich schon sehr, sehr gut. Weil an die andere Seite, fast in Chinatown, hat man dann manchmal auch gesucht. Wenn du jetzt öfter hier in Phantasialand gekommen bist, dann wusstest du, dass da der Eingang war. Aber wenn du jetzt nicht oft genug hier kommst und das erste Mal hier kommst, hast du auch manchmal gesucht, da der Eingang. Also das finde ich sehr, sehr gut. Ja, der Queue-Line, da können wir jetzt drüber sprechen, meiner Meinung nach, ein bisschen da hingestellt, leider ist dann ein bisschen weggedrückt, ja, keine Beschützung oder Beschattung, wie man es nennen will, finde ich schon ein bisschen Phantasialand unwürdig fast. Aber gut, ist jetzt so, die Verlegung, der Eingang hier zum Themenbereich beziehen, finde ich schon mal einen dicken fetten Daumen. Ich bin jetzt mal hochgelaufen hier, wo das Silverado Theater steht und da hat man auf der kleinen Balkon, was man hier hat, ein cooler Blick auf der Colorado Adventure, wenn er hier aus die Höhle geflogen kommt. Und das schaue ich mich jetzt mal an. Ja.
Weiter muss ich ganz ehrlich sagen, egal wo die Q-Line ist, die Bahn bleibt einfach mega fett. Eine Vekoma-Bahn, die 1996 geöffnet ist durch Michael Jackson. Who's bad? Gefahren, der gute Colorado Adventure. Und ich muss sagen, was eine mega, mega coole Bahn ist das und bleibt das auch. Also mit seiner 51 km/h Topgeschwindigkeit jetzt nicht die schnellste Bahn, mit seiner 26 Meter Höhe jetzt nicht die höchste Bahn, aber eine mega coole Bahn. Und was ich immer habe, wenn ich hier rauskomme, ist, dass ich euch zeigen will, wie der beste Helix von Phantasialand aussieht. Weil das letzte Stück von dieser Colorado Adventure, wo der Zug sich so richtig an die Kurve legt, ist einfach ein Hammer-Feeling. Und finde ich persönlich einfach mega, mega krass. Ich zeige euch das jetzt mal ganz, ganz kurz. Wow! Da kommt sie rangeflogen, da kommt die Karre und die geht jetzt da einmal hoch und da liegt er sich hier unten wütlich in die Kurve rein. Und das ist echt schon ein mega krasses Gefühl. Also meiner Meinung nach hier in Phantasialand eine von den fettsten Helixen, die es gibt. Echt mega, mega cool. Eine der fettesten Rapid Rivers, die ich kenne, steht hier auch in Phantasialand, das River Crest. Also man geht hier gleich, da kommst du aus der Schon raus, kommst hier runter durch, gehst dann hier lang und gehst dann da rein, um dann letztendlich mit der Fahrstuhl, der sich dann da befindet, hochzugehen und dann in die Tiefe zu stürzen. Also echt eine von den coolsten Rapid Rivers, die ich kenne. Und eine von den nassten auch auf jeden Fall. Da sieht man im Wasser so ein kleiner Roboter gehen, der macht alles schön sauber. Und da steht auch für Phantasialand Sauberheit und clean. Alles muss schön aussehen. Über sauber und clean hier in Phantasialand kann ich nur einen ganz guten Tipp geben. Das hat aber quasi nichts mit sauber und clean zu tun. Aber schau hier mal in alle Ecke und schau auch mal in der Decke. Weil meistens überall, wo du hier kommst und überall, wo du stehst, ist irgendwie was zu entdecken. Ja, das war ein schöner Reim. Aber das musst du echt mal machen. Wenn du hier in Phantasialand bist, achte dann eigentlich mal auf die Details. Viele Leute laufen hier einfach rum, kommen dann raus, sagen, oh, fette Achterbahn, coole Wasserbahn, aber haben gar nicht auf die Details geachtet. Und das ist eigentlich so, so schade. Weil so detailliert, wie man das hier hat, findet man das eigentlich fast nirgends. Für mich ist es jedes Mal auch wieder ein kleiner Schock, wenn ich hier bin, weil ich merke, dass ich hier eigentlich viel zu viel sehe und für meinen Kopf ist das viel zu viel. Ich weiß gar nicht, was ich filmen soll, ich weiß nicht, was ich fotografieren soll, weil es einfach jede Ecke so cool ist. Jetzt stehe ich hier, rede gegen die Kamera und sehe an dieser Seite einfach wieder diese Ecke. Egal, wo man hier guckt, alles sieht hier meiner Meinung nach echt einfach top gepflegt aus und top dekoriert vor allem. Ich finde das wirklich besonders, dass man einen Park so detailliert ankleiden kann und echt in jeder Ecke ist irgendwie was zu sehen und das macht der Park meiner Meinung nach so besonders. Also Phantasialand, wie du das machst, mach weiter so, weil das machst du ganz, ganz klasse. Ja, wow. So, Chinatown skippen wir heute ein bisschen, weil ich vorher schon gesagt hatte, in der Format, ich entdecke Phantasialand, wie als nächstes Chinatown entdecke. Aber was ich jedes Mal mache, wenn ich in Phantasialand bin, und das ist vielleicht so ein bisschen komisch, der Geister-Rikscha. Einfach mal eben so 5 bis 10 Minuten chillen mit den alten Geister, was hier im Park steht. Die alte Animatronics, die man so richtig arbeiten hört. Mega cool, wir gehen rein. So, dann gehen wir in eine alte, gute alte Geister-Rikscha. 5 Minuten Wartezeit steht dann auf der Schild, aber die habe ich noch nie gehabt hier. Man kann immer direkt weiterlaufen. Ja, es freut mich immer wieder, eine alte Geister-Rikscha zu machen. 1981 kam der im Park. Auch darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, über die älteste Fahrgeschäfte von Phantasialand. Blende ich hier oben rein, kannst mal zurückgucken. Und das ist der Geister-Rikscha natürlich der älteste. 1981 hat Anton Schwarzkopf hier gebaut und noch immer dreht der hier seine Runde. Wow! Geister-Rikscha, Bock drauf! So, liebe Freunde, das
war der Geisterich schon. Viele Leute würden vielleicht sagen, hey, das hat mir gar nicht gefallen, ist alt, ja, das kann so sein. Man merkt es ja auch, das ist ja nie eine Warteschleife, kann immer direkt durchlaufen. Aber ich liebe es einfach. Das alte Fahrgeschäft, was hier noch steht, von Anton Schwarzkopf, wo man noch richtig die Animatronics arbeiten hört, finde ich mega, mega cool. Wir gehen jetzt an die andere Seite vom Park, was ich heute Morgen vergessen werde, wo ich bei Avoras war, ist Crazy Bats. Das möchte ich gerne noch mal fahren, weil auch das finde ich irgendwie eine Bahn, wo viele von sagen, geht so. Ich finde sie toll. Seit sie die Brille drauf gemacht hat, komplett anderes Fahrgeschäft. Also ich würde sagen, Crazy Bats, Bock drauf. Ja, von die Brücke hier, eigentlich zwischen Mexiko und Klugheim, kann man hier sehen, dass hier noch irgendwie bauen und irgendwie etwas. Dahinter wird auch so ein kleines Häuschen gebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eine Platz wird, wenn man besser auf Fahren gucken kann. Wird schon mega, mega cool. Und hier, da sieht man das hier auch so ungefähr, so an der Felswand beschäftigt, die andere Seite fertig, aber hier machen sie auch noch irgendwie was. Also ich weiß jetzt nicht genau, was hier kommt. Weißt du das jetzt? Stell es mal in die Kommentare rein. Würde mich mal interessieren, um zu wissen, was sie hier genau noch so an Deko machen. Ja. Also von da sind also nicht ganz fertig, aber wer stört's? Also mir jetzt nicht. Eine von den mega coolen Spots, die man hier hat, ist hier der Blick auf die Brücke zwischen Klugheim und Mexiko. Schau dich das mal an. Also Chiapas ist heute den ganzen Tag noch nicht in Betrieb gewesen, liegt den ganzen Tag raus. Das ist schade, weil das Wetter echt gut ist. Hätte man heute echt mal Chiapas fahren können, aber das ist jetzt leider nicht so. Auch hier die Seite, die Häuschen, alles passt einfach mega, mega gut zusammen. Also wie ich vorher schon gesagt habe, bist du in Phantasialand, schau dich dann einfach mal rum und schau echt mal gut rum. Nicht einfach so mal ein bisschen gucken, aber echt mal auf dich einwirken lassen. Weil dann merkt man erst, wie toll das Phantasialand hier zusammensteckt. Ja. Cool, wir gehen nach Crazy Bats. Eine andere Neuheit hier im Park ist hier auf die Grenze quasi zwischen Berlin und zwischen Mexiko. Früher könnte man eigentlich hier hinten in den Foodstraßen auch auf Berlin gucken, das ist jetzt komplett weg. Das haben sie zugemacht von die Wände im mexikanischen Style. Also eigentlich ist jetzt die Foodstraße komplett zu Mexiko genommen und kann man eigentlich gar nicht mehr nach Berlin gucken. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Ich fand es auch nicht schlecht, dass man auf Berlin gucken könnte. Man hat hier natürlich hinter mir so eine mega große Terrasse, wo man Berlin schon richtig gut sehen kann. Also finde ich die Lösung schon mega, mega cool. Das Einzige, was wir noch wegholen müssen, ist jetzt das Schild. Overland. Fiesta de Muertos. Wir haben 23 Grad heute und hinter mir ist der Phantasialand Beach, der dann auch geöffnet hat. Einfach mal so eine kleine Oase, wo man sich hinlegen kann und genießen kann von das mega, mega schöne Wetter. Also wir sind fast bei Crazy Bats, aber das wollte ich noch mal ganz kurz mitnehmen, weil das Wetter heute ist wirklich traumhaft. Und dann muss man auch ehrlich sagen, dass auch so ein Freizeitpark komplett anders aussieht, wenn es jetzt mal dunkel ist und regnet oder so. Da machen wir auch genug, aber diese Sonne macht alles ein bisschen schöner. Okay, wir grüßen Lenny, Henry, Vincent, Luis und das ganze Penwurst-Team. Grüße gehen raus an euch. Penwurst auf die 1. Und? Ich grüße auch Chevo Luis. Oh, das ist eine ganze Menge schon wieder, ne? Ja, klar. Seid ihr abonniert? Ja, ja, klar. Box. Alle reinfolgen. Schönen Tag noch. Ja, dir auch. Ciao. Ciao. So, zwei nette Kollegen, mal eben die Grüße getan an die ganze Familie, Freundekreis und die Schule, glaube ich. Sehr, sehr schön, immer Leute zu treffen, die dann mal so die Videos schauen und mich dann so anspreche. Gefällt mir immer sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt wieder durch Avoras und dann in Richtung Crazy Bats. Schon öfter habe ich über diese coole Vekoma-Bahn hier erzählt. 1988 hat sich das Space Center geöffnet und jetzt seit 2019 ist das Crazy Bats. Und ich muss sagen, Space Center früher als kleiner Junge fand ich echt der Hammer. Danach war es so Temple of the Nighthawk, das war so okay. Aber jetzt, wo es Crazy Bats ist, ist eine von meinen Lieblingsfahrgeschäften hier für Phantasialand. Mit die VR-Brille drauf, eine komplett andere Erlebung von diesem Fahrgeschäft. Bock drauf, Crazy Bats! So, Freunde, viele Leute nennen mir vielleicht verrückt, weil ich hier die Crazy Bats einfach so eine mega coole Maschine finde. Aber ich finde dann 2019, wo die Brille dazugekommen ist, einfach diese Maschine passt. Auch wie sie es zusammengebaut haben. Du merkst, dass du langsam gehst, dann geht das Video, in das Video geht es dann auch alles langsam, dann gehst du schnell, dann beschleunigst du, dann geht die Beschleunigung drin. Und sogar das alte vom Bahn, weil die Bahn stimmt von 1988 hier im Park, da haben sie mitgenommen. Also dann fühlst du, wenn es ruttelt, ruttelt die Bahn auch. Also super gemacht. Ich bin wirklich Fan von Crazy Bats. Vielleicht wird es langsam mal Zeit für ein neues Video. Aber bis jetzt, wenn ich hier komme, es langweilt mich eigentlich fast nie. Mega, mega cool. Ich laufe hier noch eine kleine Runde durch Mexiko in Themenbereiche, die wir heute nicht so doll besucht haben. Einfach nur, weil Chiapas den ganzen Tag außer Betrieb war. Ja.
Natürlich haben wir heute auch den 2020 geöffneten Flyvi Coma Coaster hier im Park gemacht. Die haben wir heute Morgen direkt das allererste gemacht, noch vor Taron. Da habe ich noch kein Video gedreht, aber ich habe trotzdem da ein paar coole Bilder gemacht und die zeige ich euch jetzt. Das war Fly. Oh mein Gott, was ist das? Ein cooler Achterbahn von Vekoma hier im Park. Echt was Spezielles. Also ich finde es mega cool, die Fly zu fahren. Es ist jetzt auch nicht die schnellste Bahn, aber die Umdrehungen, was sie macht und wie du da drin liegst. Es ist einfach eine Bahn, die dich richtig mitnimmt und so richtig, wenn du damit startest, so richtig Bock gibt auf den Rest von der Tag. Ja, wir stehen jetzt hier noch in Mexiko, schauen wir das wieder an. Ich habe vorher noch mal darüber gesprochen, dass die Dekoration hier im Park einfach der Hammer ist. Und ich stehe jetzt hier auf die Brücke bei Mexiko. Ich finde es schade, dass Japas heute nicht fährt, weil das wäre noch Hammer gewesen. Aber was ein cooler Themenbereich, mein lieber Scholli. Auch das würden wir dieses Jahr noch mitmachen. Ich entdecke Phantasialand, kommen wir auch nochmal hier nach Mexiko und würde hier alles anschauen. Jede Ecke würden wir dann anschauen, was es hier so gibt in Mexiko. Aber ich liebe es einfach, hier in der schönen Phantasialand zu sein. Weil hier wirst du wirklich mitgenommen in so eine komplett andere Welt. Wow! Phantasialand, was bist du? Wunderschön! Ah. Cool! So, Freunde, das war Phantasialand. Und wie ich schon vorher gesagt habe, war die SD-Karte Drama dann eigentlich der Schuld dran, dass ich heute nochmal zurückkommen müsste. Aber ganz ehrlich, ist das eigentlich gar kein nichts Schlimmes. Es war sehr, sehr schön. Der Tag war sehr, sehr schön. Das Wetter war sehr, sehr schön. Es war trotzdem voll im Park. Es war jetzt nicht so voll wie mit der Eröffnungstag am 28. März. Da war es echt bombevoll. Heute war es einfach nur gesellig voll. Also es war all mit all ein wunderschöner Tag in Phantasialand. Hat euch das Video gefallen? Mach einen dicke fetten Daumen nach oben, das würde mich mega, mega freuen. Bist du nicht abonniert auf meinem Kanal, kannst du das natürlich mal kostenlos machen. Und da würde ich mich freuen, euch mitzunehmen noch viel mehr Reise, auch hier nach Phantasialand. In diesem Sinne bedanke ich mich für das Zuschauen und sage ich bis nächstes Mal. Bock drauf. Ciao.